Professor Hagel, wenn die Patienten zu Ihnen kommen, die werden natürlich von Ihnen aufgeklärt über die Herzoperation und darauf vorbereitet. Erzählen Sie denen dann auch was über die anschließende Behandlung? Ja, unsere Patienten wollen ja immer sehr genau wissen, wie geht es eigentlich weiter. Und es ist auch immer gut, über die Rehabilitation zu sprechen, weil dann die Patienten ein gewisses Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können. Und dementsprechend zeigen wir den Patienten auf, was gibt es für Möglichkeiten, wo könnt ihr hin. Und wir wollen sie aber natürlich in dieser Phase nicht auch noch stressen, dass man sagt, jetzt müsst ihr auch noch eine Rehabilitation organisieren, sondern wir teilen ihnen mit, dass der Sozialdienst im Anschluss an die Operation, manchmal auch sogar zuvor schon kommt und ihnen aufzeigt, wo könnte es hingehen. Er nimmt den Kontakt mit der Rehabilitation auf, er nimmt den Kontakt auf mit dem Patienten oder gegebenenfalls auch den Kontakt mit der Familie und organisiert alles. Wenn man so, doch eine relativ traumatische OP hinter sich hat, denke ich mir, dass die Kondition mies ist. Ja, die Kondition ist in der Regel schlecht bei diesen Patienten. Es hängt immer ein bisschen davon ab, was sie vorher natürlich auch getan haben und in welchem Allgemeinzustand sie waren. Aber regelmäßiges Training, Aufbautraining ist extrem wichtig. Auch, dass die Patienten sich wieder zutrauen, etwas zu tun. Viele schätzen sich erst mal hin und haben Angst natürlich. Und wenn man ihnen dann zeigt, du kannst eigentlich mehr, als du dir vielleicht gegebenenfalls zutraust, dann hat das positive Aspekte. Und es geht alles unter Kontrolle entsprechender Pulskontrolle, Blutdruckkontrolle. Das heißt, man kann sicher sein, dass sollte irgendwelche Probleme auftreten, dann ist immer ein Arzt oder ein Therapeut vor Ort, der entsprechend agieren kann. Und man will natürlich auch den Patienten etwas mitgeben nach Hause, wie sie in Zukunft mit der Situation umgehen sollen und wie sie sich fit halten können. Dann würde man ja doch wohl sagen können, dass die Rehabilitation fast zwingend ist, um eine Herzoperation langfristig stabil zu machen, ihre Erfolge zu sichern. Oder, um mit unserem derzeitigen Bundeskanzler zu reden, Rehabilitation ist alternativlos. Absolut. Also ich empfehle auch jedem Patienten, tatsächlich in die Rehabilitation zu gehen. Ich denke, es ist ein genauso wichtiger Teil wie die Operation selbst, weil nur dann ist es uns möglich, die Patienten wieder in ein normales Leben einzugliedern und damit eben die Patienten lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Es ist ja eigentlich für einen unbefangenen Beobachter manchmal überraschend, dass Patienten, die vor der Operation noch alles Mögliche leisten konnten, nach der Operation, wo objektiv alles viel besser geworden ist und die Durchblutung insbesondere des Herzens wieder wie neu ist, dass sie dann plötzlich die Flügel hängen lassen. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Manche Patienten träumen schlecht nach so einer Operation oder sie können nicht mehr adäquat schlafen. Und da ist eine psychologische Betreuung etwas ganz, ganz Wichtiges. Manche sind am Anfang sehr ablehnend und sagen, ich brauche keine psychologische Betreuung, ich kann das ganz alleine. Wenn man aber also dann, Psychologie ist für Weicheier, nicht so? Ja, so ähnlich ist das. Mhm. Und wenn sie aber dann psychologische Betreuung erhalten, dann sagen sie, oh, es hat mir dann doch sehr gut geholfen. Und ich kann besser mit den Dingen umgehen und ich kann manchmal auch, wie heißt das so schön heute, etwas entschleunigen. Heutzutage wollen alle immer mehr und immer schneller. Das ist so der Klassiker in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was man hier lernen kann, indem man sagt, sei auch mal ruhig, nimm dir deine Zeit, beruhig dich. Und wir alle wissen, dass das ganz wichtig ist für unser Herz, dass man ab und zu mal auch ein bisschen Luft holt. Wie komme ich denn auf die Idee, wo ich gerne hingehen möchte? Kann ich überhaupt wählen? Kann ich sagen, ich möchte in diese oder jene Klinik? Und wenn das der Fall ist, was wäre denn wünschenswert für mich als Patienten? Sie haben als Patient durchaus die Möglichkeit zu entscheiden, wo Sie hingehen. Es gibt spezielle Plätze, besonders schöne Plätze, die natürlich besonders beliebt sind. Die Lauterbacher Mühle zum Beispiel. Ein ganz besonderer Ort. Dort gibt es sehr, sehr gut ausgebildete Ärzte und eine optimale Versorgung. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man in einem Krankenhaus ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Die Patienten wollen ja nicht von einem Krankenhausaufenthalt in ein nächstes Krankenhaus gehen, sondern sie wollen eigentlich eine Erholung haben. Und da ist irgendwie so ein Mittelding zwischen einem schönen Ort mit allem, was man braucht, nämlich medizinischer Versorgung und adäquaten Trainingsmöglichkeiten, psychologischer Betreuung, ist natürlich perfekt. Und all das hat die Lauterbacher Mühle im Besonderen, alles unter einem Dach. Und dementsprechend hat sie sich sicher extrem gut
seit vielen Jahren etabliert und ist wahrscheinlich die Nummer 1 in Deutschland.